So, liebe Leute, da sind wir wieder bei Mario Kart 8. Jawohl. Ach ja, heute ist übrigens der 11. November, der 11.11. Und, ich bin immer noch, ich habe Erkältung. Ja, ich war heute Morgen beim Arzt, bin krankgeschrieben, super toll, toll, super toll. Ich liebe es, ich hasse es, krankgeschrieben zu sein. So, und jetzt sind wir hier beim Grand Prix. Und im letzten Part, ich habe schon wieder vergessen, was wir da gemacht haben. Ist das nicht wunderbar? Übrigens kommen übermorgen der erste DLC raus. Ha, da freue ich mich schon drauf. Scheiße. Na gut. Die Reifen wollten wir eh so. Manchmal hasse ich das, dass der einfach so rüberspringt. Nicht nur manchmal, fast immer. So. Gut. Was haben wir denn im letzten Part gemacht? Im letzten Part haben wir die hier gemacht, ne? Jetzt müssen wir eigentlich das und... Ja, voll verkackt. Voll verkackt. Ja, das muss ich alles noch nachholen. So, und ich glaube, die hier waren es, die übermorgen freigeschaltet werden. Freue ich mich schon drauf. Werde ich auch ein paar zumachen. Das heißt, diese Woche kommt zweimal Mario Kart 8 raus. Hurra. Gut. Aber dafür müssen wir erstmal hier die Kumo-Weide machen und Marios Piste und Jeep, Strand und Toads Autobahn. Die super tolle Toads Autobahn. Die Strecke, die ich so langweilig finde. Es tut mir leid, aber auf dem N64, da war es natürlich schon innovativ, ja. Aber hier, ist genauso wie diese von Super Mario Kart importierten Strecken. Die finde ich auch in der neuen Version, finde ich die so langweilig. So, jetzt bin ich mal kurz ruhig, dann kann ich mich besser synchronisieren. Achtung. Genau jetzt. Kurz den falschen Knopf gedrückt. Habt ihr nicht gesehen? Einfach mal nach hinten geguckt. Ja, wenn ich das schnell genug mache, kriegen alle Epilepsie. Das geht allerdings nur auf einer geraden Strecke. Auf einer ziemlich langen geraden Strecke. Bumpf. So. Metal Mario abgeworfen. Natürlich, er rächt sich. Aber er trifft nicht. So, Baby Luigi ist direkt vor uns. Das gibt's ja nicht. Och, wie süß. So. Den kriege ich. Gut, wieso fahre ich eigentlich die kurze Strecke hier, die untere? Ist doch jetzt doof. Ey. Das Baby wird frech. Hätte ja klappen können. Wow. Natürlich. Das war die Rache dafür. Ich sehe schon. Grüne Panzerquerschläger. Es ist der Klassiker. Hat der mir mein Item geklaut? Das ist jetzt wirklich nicht nett. War es jetzt wirklich nicht. So, Vorsicht, Kühe. Nicht gegen Kühe fahren. Kühe sind böse. Ja, natürlich. Kühe sind böse. Sie sind das Grauen in Person. Seht ihr, das war bestimmt eine Kuh. Das war eine Kuh. Ich hab's genau gesehen, wie die den geworfen hat. So. Aber nochmal wird mir das nicht passieren, denn ich habe einen roten Panzer und ich werde ihn auch einsetzen. Nochmal gegen Metal Mario. Juhu. Batz. Der sollte sich auch gemobbt fühlen. Ich gehe ja nur auf ihn. Ha. Also bis jetzt habe ich auch nur ihn getroffen. Ich hatte auch bis jetzt nur 3 Items. Eins davon hat mich selber getroffen. Das zählt aber mal nicht, ne? Hey, Iggy. Was soll der Scheiß? Geh doch nicht. Oh, Bombe. Oh, Bums. Hä? Wieso hat's nicht geknallt? So, wir sind auf Platz 2. Baby Luigi ist immer noch vor uns. Der ist gut. Der ist zu gut. Was ist da schiefgegangen? Der ist wirklich zu gut. Ich glaube, das wird nichts mehr, oder? Doch. Ja. Komm. Haha, erster. Okay, ich geb's zu. Gerade so. Aber was soll's. Wir haben es geschafft. So, das heißt nächstes Rennen, ne? Entschuldigung. Ach, das ist schon unangenehm, wenn man mitten in der Aufnahme einmal voll so... Ne? Zumindest war es in Richtung von irgendwo anders hin als Mikrofon. So, fahrt die Plattform hoch, ich komme. Nee, das klang jetzt überhaupt nicht cool. Merkwürdig. So, zweites Rennen. Alles neu. Oh. So, Motorüberlastung. So macht man das richtig. Das wollte ich nur mal demonstrieren, ja? Ansonsten hat das keinen anderen Hintergrundgedanken. Das war jetzt auch nicht so, weil ich gefailt habe oder so, ne? Ich wollte das nur demonstrieren, wie das aussieht, wenn man den Motor einfach mal eiskalt überlastet. So, wow. Cooper. Bums. Eigentlich wäre es ja lustiger gewesen, hätte ihn der rote Panzer genau da getroffen, wo er über die Schlucht gesprungen ist. Dann wäre er nämlich in die Schlucht reingefallen und hätte so ziemlich seine Position aufgeben müssen. Gut, hat er auch so... Oh, Vorsicht, der hat einen grünen Panzer. Der hat einen grünen Panzer. Da musst du vorsichtig sein, ansonsten wirst du getrefft. Wirst du getrefft vor allem.
So, hier mal schon kurz den so. Wow, da war er, der grüne Panzer. Habt ihr das gesehen? So, pass mal auf. Und? Krauts. Weggeschubst. Und fast noch die Vögel platt gemacht. Was übrigens gar nicht geht in dem Spiel. Hab schon ein paar Mal was hingekriegt. Da war eine Banane. Banane. Hat er mich wieder überholt. Ja, okay. In der zweiten Runde ist es alles noch in Ordnung. Nee, in der dritten Runde, da wird's brutal. Und zwar so richtig. So, überholt. Hast du das? Ja, okay. Nicht mehr überholt. Gebe ich zu. So, und natürlich irgendwie... Ölspur. Böse. Ach nö, jetzt wird's nochmal schwarz. Yay. Klaut er mir das Item? Ha, hat er doch nicht. So. Schnell die ganze Tinte weg. Oh oh. Oh oh, die läuft. Sie läuft. Juhu. So, jetzt sollten wir aber zusehen. So, Kupe, das hatte nur davon. Trifft er? Der trifft. Und das sogar mitten in der Luft. Und ist er weg? Nee, da ist er. Scheibenkleister. Alter, hört mal auf zu drängeln. Hört mal auf zu drängeln. Das erinnert mich gerade, als ich noch zur Realschule gegangen bin. Ein Busfahrer von uns jedes Mal morgens. Er hört mal auf zu drängeln. Aber dann auch immer so betont dieses bedrängeln. Gerade so noch Dritter geworden. Schade, damit sind die drei Sterne schon wieder weg. Tja, woran lag's? Nur daran, dass sie gedrängelt haben. Wir haben das immer so gefeiert. Er hört mal auf zu drängeln. Voll geil. Ohne jetzt irgendwie auf irgendein Dialekt hin sich lustig zu machen, ne? Aber es klang einfach immer witzig. So, der Cheep-Cheep-Strand. Von Mario Kart DS. Hurra! Das einzige DS Mario Kart, was ich echt niemals selber missen. Na, obwohl. Nee, warte mal. Super Mario Kart hatte ich glaube ich auch nicht, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Das ist ja peinlich. Hatte ich das Spiel? Au! Oh! Arschloch! Hat er mich eiskalt weggebasht. Habt ihr das gesehen? Mit dem Bumerang. Und Bumerang kann ganz schön wehtun. So. Wo fahre ich auch lang? Ich fahre hier unten lang. Und schmeiß die Banane nach vorne und fahre fast selber rein. Das wäre jetzt doof gewesen. Bam! Was fährst denn du gegen Baum? Das macht Auto kaputt. Das gibt total Schaden. Und könnte ich das Leben kosten, wenn alles scheiße läuft? Jetzt habe ich gar nicht daran gedacht, dass... Spiegel und so. Ich war jetzt irgendwie noch bei der normalen Strecke. Was hat mich jetzt gerade langsamer gemacht? War ich in einem Matsch? Oh, da war eine Bombe. Glaube ich. So, schnell Windschatten. Jaha! Baff! Ha! Voll gegen die Wand gedrückt. Also normalerweise wäre er jetzt richtig platt gewesen. Muss man jetzt sagen. Nein! Oh! Ganz knapp mit dem Schieb-Schieb da. Wow! Wo kommt das Bomb her? Ha! Gebissen! Die Blume hatte ich gebissen. Was sagst du? Ja, da würde ich aber auch ein bisschen blöd aus der Wäsche gucken, wenn ich mir eine Blume beißen würde. Ah, Venusfliegenfalle. Okay. Geht schon. Ist möglich. Naja, eine Blume? Ist das eine Blume? Das ist eigentlich eine Pflanze, aber keine direkte Blume. Das war super schlau. Schon wieder derselbe Fehler. Das ist immer wieder toll. Und dann die Banane auch noch so weit wegwerfen. Übrigens, ich freue mich schon auf die DLCs. Ich werde sie übrigens mit euch machen. Also, au, da war schon wieder das Bumerang des Todes. Also den ersten DLC dieses Jahr noch, den zweiten DLC, den werde ich dann irgendwann als Zusatzpart dazu bringen müssen, weil der kommt ja erst nächstes Jahr raus. So, weggehu. Sag mal, habt das bald? Was soll denn der Kack jetzt? Feuerball? Dann, was war's? Bumerang? Dann Supertröte? Dann Feuerball? Sag ich dazu nur. Einfach nur, Ha, perfekt mit dem Querschläger getroffen. Nein, Krabbe. Da war Mr. Krabs im Weg. Und die klauen Item und das war's für mich. Die letzte Chance darauf, nochmal einen Platz gut zu machen, wie es aussieht. Mario, nix da! Hui. Oh nein! Ein grüner Panzer. Oh ja, noch ein grüner Panzer! Noch einer, komm! Wow. Wow. Wirklich wow. Also das war jetzt schon fast, das war gemein. Schreibt's mir in die Kommentare, das war doch wirklich gemein. Also jetzt zum Schluss, das war ja wirklich krank. Erst Feuerbulu, ne?
Ihr wisst schon Bescheid. Nee, erst Bumerang, dann Feuerblume, dann kam die Supertröte, dann kam noch eine Feuerblume und dann grüner Panzer, ey, geil. Geil. Wisst ihr, und das sind diese Momente, wo ich einfach sagen muss, tja, ich hab weder Glück in der Liebe, noch Glück im Spiel. Also von wegen Glück in, Pech in der Liebe, Glück im Spiel, und Pech im Spiel, Glück in der Liebe stimmt auch nicht. Die verarschen mich hier alle nur. Das Leben verarscht mich. Na gut, vielleicht okay. Ach, egal. Nein. Da war es wieder. Da war es wieder. Ja, der rote... Das Spiel will mich doch jetzt ernsthaft verarschen, oder? Ein roter Panzer, der sein Ziel nicht verfolgt. Ein roter Panzer, der sein Ziel nicht verfolgt und einfach eiskalt an nächstbesten Gegenstand zerplatzt. Was ist hier kaputt? Was ist hier kaputt? Was habe ich kaputt gemacht? Versteh's nicht. So, roter Panzer. Wow. So, wenn das... Ey, das funktioniert ja wirklich. Ich wollte jetzt nur ausprobieren, ob das geht. Und es geht. Cool. Man kann also an die Wand springen. Das ist ja fast so wie in Bayonetta. Der Hexengang. Uah. Hauptsache, es kommt in dem Spiel nicht häufiger vor. So, jetzt wirst du aufgemammt. Der Taste davon. So, komm. Ich bin... Achso, ich bin Erster. Ja gut, dann werde ich höchstwahrscheinlich niemanden mehr zu kauen kriegen. Wie das klingt. Oh nein, ein Heli. Habt ihr ihn gesehen? Das war jetzt auch super schlau eigentlich. Die Münze direkt eingesetzt. Oh oh. So, und hier hätten wir wieder Münzen gebraucht. Yay. Aber hier sind ja zwei. Okay, wovon ich noch eine kriege. Egal, noch habe ich ein bisschen Vorsprung, glaub. Nee, habe ich gar nicht. Habe ich gar nicht. Ich habe keinen Vorsprung. The Vorsprung is a lie. Oh, da ist jemand reingefahren. Baby Luigi, wie es aussieht. Toll. So, hier springe ich drüber. Pass mal auf. Wow. Habt ihr das gesehen? Voll stylisch und so. Bus. So viel Busse. Und Autos. Mit dem Flieger einmal darüber. Okay, das tue ich doch gerne. So, den schmeißen wir nach hinten. Vielleicht trifft er ja wen. Aha. Oh. Den Bus hinter dem Bus habe ich nicht gesehen. Bam. Da hat jemand den anderen Bus nicht gesehen. So, gleich kommt schon wieder... Das ist jetzt gar nicht gut. So ein richtig geiles, konkret krasses Item. Wäre jetzt nicht schön. Weil, war das jetzt unbedingt notwendig? Das war jetzt notwendig, ne? Das ist doch alles Mobbing hier. Mobbing! In diesem Part lief gar nichts nach Plan. Ist doch kacke. Wow. Wir sind noch nicht mal unter den Top 3. Geil. Das war, gar nicht mal so gut, würde ich sagen. Naja, aber das sind so Sachen, die passieren nun mal, ne? Da kann man nichts dran machen. Das ist mir peinlich. Yay! Aber es waren geile Szenen drinne, so wie das zum Beispiel, das war voll toll. Oder wie ich mich jetzt selber abwerfe mit dem Panzer. Ah, nochmal Metal Mario, Achtung! Bam! Johoho! Kumo Weide Platz 1, Marius Pisse Platz 3. Wir haben stetig abgenommen. Na gut, und einmal haben wir uns verbessert. Scheibenkleister! Schade! Ja, egal. Dabei sein ist alles. Immer den olympischen Gedanken im Hintergrund haben. Und dann ausrasten, wenn es keiner mitkriegt. Ne? Gut, dann würde ich fast sagen, das war ja jetzt eine etwas peinlichere Aufnahme, aber egal, das passiert. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part bei dem nächsten Cup und wenn euch der Part gefallen hat, hinterlasst mir doch einen Kommentar und ich sage tschüss und bis denn irgendwann, euer Renchi LP. Euer Renchi, bye!